Morgen. Nächster Tag. Nächste Tour. Genau. Müde sind wir ein bisschen. Langsam wärst es. Ineinander folgt der fünfte Tag jetzt. Trotz Unterstützung, aber wir nutzen es aus bis zum Schluss. Also es kommt halt dann fast auf das gleiche Geld. Wir machen halt das Doppelte. Es waren halt jetzt im Tag so ungefähr 2.500 Meter auf, ohne Shuttle und ohne irgendwas. Merkt man ein bisschen mit dem Ohr von, aber es ist ganz gut. Wir gehen sehr langsam. Heute geht es auf Monte Bellino. In Valemaira, ziemlich weit drinnen, Richtung Westen zu. Gehe knapp auf 3.000 auf. Über den Grad euch, ich hoffe, das ist als Vorbau oder halt, wir schaffen es im E-Bike durch. Nein, werde schlafen. Ja. Wetter ist heute wieder Bombe, wie ihr seht. Wahnsinn. In der Früh, wenn man da rausschaut, man sieht ein paar Bewölkungen noch, die sind gleich abgezogen. Die letzten war das schon geil, was mit der Sonne hat. Und jetzt ist es wirklich wunderbar wieder. Bombe. Wir haben jetzt echt das Glück, seit wir da sind, haben wir jeden Tag fast wolkenlos gehabt, außer einen halben Tag leicht bewölkt. Das war wirklich der Hammer. Ja, das war. Echt krass. Jetzt morgen haben wir noch relativ gutes Wetter gesagt, wir überlegen noch, was wir tun. Und Freitag, also vier Tage früher, werden wir wahrscheinlich abbrechen müssen, weil es wieder einfach stark umschwenkt. Ja. Jetzt schauen wir mal, das machen wir spontan. Genau, Tag für Tag. Hotel war super, das war echt voll cool. Und ja, haben wir jetzt Gott sei Dank gescheiter warm. Da ist die Heizung gelaufen. Das Lustigste war ja gestern in der Früh, sind wir angekommen am Hotel heute und haben wollten hinparkt. Kyuso, scheiße, Hotel hat zu. Ich habe so ein Booking kaum Buch, also es muss offen sein. Dann ist drauf gestanden, dass eben genau am 29. also gestern halt aufmachen. Dann haben wir uns gedacht, war wieder arschkalt wahrscheinlich, oder klar. Kein nichts zum Laden, Campingplätze waren schon zu die meisten, also echt doch, boah, das war klar. Okay, aber passt offen. Eine und es war geheizt so geil, mega, also gut. Ja, passt, los geht's, oder? Packen wir so. Schön, ja. Wir sind jetzt eh schon relativ weit herum und da sieht man voll gut auch wieder die alte Straße. So weit herum ist nur so eine wunderschöne Kapelle. Echt total. Geil, die alte Straße, gell? So, jetzt sind wir gleich auf der fetten Brücke drauf. Die ist so krass beeindruckend. Heftig, wow. Wahnsinn. So, jetzt sind wir gleich im Joch. Da geht wieder höllischer Wind, klar. Ich weiß nicht, ob man das auf der GoPro sieht, aber sag mal da hier, das ist alles Stacheldraht. Ist das krass. Oh, ist das wachs. Das schaut gleich aus wie ein Dach, wie so ein Krake. Das ist nicht lustig. Das ist echt nicht lustig, aber zack. Welche coole Karten. Sehen Leute, hinten die Tanzerei. Seht ihr es? Sentiero della Fortificazione. Echt ganz cool gemacht. Und auch super zum Biken. Da sind die ganzen Militäranlagen drinnen. Und da weiß man halt dann auch, wo es ungefähr brauchbar ist zum Fahren oder nicht. Genau, da haben wir und genau. So haben wir gestern oben, die Militärstraße haben wir gemacht. Das haben wir gestern auch gemacht, die Bonelli-Richtung sind wir gefahren und so. Und da ist die Staatsgrenze in Frankreich. Echt eine coole Sache, ja. Schau mal, was da ist. Hoffentlich finden wir da ein bisschen Windschutzplatz. Voll krass, wie schwindest du sogar? Oh. Ja, brutal. Wahnsinn, ha? Riesenteil. Düster, hm? Sehr düster. Wow. Krass, da bricht alles zusammen.
Krass. So, von hier hoch geht es jetzt da den coolen Trailberg um. Schauen wir mal, bis jetzt schaut er gut aus. Was nur mit dir, Bauer? Oh fuck. Ganz rein, Kamel. Also, falls es nass ist oder regnet, die Tour darf ich nicht empfehlen. Nein, ich sehe das eh, es ist krass. Also, da geht mir echt die ganze Rahe. Ja. So schaut jetzt unsere Kleidung aus. Also, wir sind echt überrascht, wie super das jetzt gegangen ist. Hat so ausgeschaut. Und es ist eh da wieder voll gut. Und dann brechen wir immer wieder Steine nachher. Aber es ist gut machbar, gell? Volle. Mit vielen Funktionen. Ja. Sind wir schon mal hoch und wir gehen jetzt auf das kleine Kippe, was da vorne seht, noch auf und rechts seht dann ins Trail auch. Der geht dann hinter das Kippe links. Wir brauchen ihn schon voll. Schaut einfach saugeil aus. Wir haben es geschafft. Wir sind oben. Und da vorne ist mir schon gesagt worden, dass es so richtig geil ausschaut. Wenn ich was selber noch nicht fahren. Und es ist richtig geil. Sorte! Mega! Sieht man ins Zentral? Abfahrt, alle Abfahrt. Ja, mega! Kämpft sich mit dem Zentral, bitte! Brutalisierend, oder? Scheiße, ist der geil! Ey, das ist was! Ey, hoffentlich könnt ihr es auch verstehen auf der anderen Seite vom Bildschirm. Und bis jetzt fährt die Tour noch einfach eine Wucht, ein Wahnsinn. Sau und so wie es da jetzt ausschaut, also, das ist die Offenbarung. Und dort ist, solange der Weg noch vorhanden ist, weil der Bergen komplett, gell? Ja, und lasst es ein bisschen auftrocknen. Ich weiß nicht, ob da mit Murnau gehen oder so. Das ist hübscher, schwache Geologie da drin. Ja. Und da unten seht ihr auch schon wieder Funker und so. Ja. Also da haben sie es voll befestigt, gell? Ja. Ja, echt geil. Entschuldigung, der Wind macht mein Husten nicht besser. Und da suchen wir uns dann ein windstilles Platz. Und da hinten ist der Monte Vios, ganz der hoch und davor. Da, der da, oder? Genau, da war mein ersten Tag. Ja. Krass, das steht schon wieder fast weg, gell? Ja, ja. Geil. Schön. Und eine schöne Eingefarbe. Da hinten fliegen Adler, das sieht es wahrscheinlich jetzt nicht. Nein, schau. So da schwenkt jetzt da einer. Ja. Mausadler zieht jetzt da auf, auf die Kuppen riesige Teile. Jetzt auch vielleicht über den Berg. Boah, atemberaubend. Krass. Die Freiheit. Oh, schön. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Um sich wie ein Adler zu fühlen können, gibt es noch zwei Sachen. Entweder man kauft sich ein Mountainbike oder Harley Davidson. Ja, geil. Mega! Sau geil! Yeah! Geil!
offizielle Mountainbike-Routen. Wahnsinn. Mega. Was? Hinkommen muss man dann. Ja, das stimmt schon. So, er schreit schon, so geil ist, jetzt schauen wir uns das auch an. Boah, satt. Geil, einfach nur geil, ist unser Trail. Mega, oder? Ja, geht! Come on.
Wasser. Ja.